Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Wieder einmal zum Thema Watercolor und Lettering. Und zwar habe ich dieses Bild hier schon auf meinem Instagram-Account gepostet und ich habe irgendwie ganz viele Nachrichten erhalten und ihr habt euch ein Tutorial gewünscht und das hole ich heute nach. Deswegen gibt es das heute von mir und zwar ist das auch gar nicht so schwer. Also ich habe den Elefanten auch ziemlich vereinfacht dargestellt. Das zeige ich euch jetzt, wie wir das machen, Schritt für Schritt. Die Blümchen, alles gar nicht schwer. Und wenn ihr schon Brush Lettering könnt, dann sollte auch das Schreiben euch gar nicht mehr so schwer fallen. Wir fangen direkt an. Wir machen uns erst eine kleine Skizze von dem Elefanten und den Rest habe ich freihand gemalt, ja. Ihr könnt euch überlegen, ob ihr das natürlich auch vorskizzieren wollt oder aber nicht. Das bleibt ganz euch überlassen. Ich zeige euch jetzt, wie wir den Elefanten malen oder erstmal skizzieren und dann geht es erstmal weiter, ja. Striche, die ich jetzt hier noch nachgemalt habe, die kommen erst ganz zum Schluss. Okay, ich fange jetzt auch direkt an. Das packe ich hier mal beiseite und zeige euch mal, wie ich das gemacht habe. Und zwar habe ich hier mir, also ich habe hier noch ein bisschen Schwarz in meiner Palette. Und um das Grau hinzubekommen, nehmen wir im Prinzip hier, ich habe mir hier zum Beispiel das Schwarz, das Schwarz aus der Kuritake-Palette rausgenommen. Und das befeuchten wir jetzt uns einfach mit ein bisschen Wasser und dann heben wir das auf unsere Mischpalette drauf. So. So, und jetzt geht es wirklich darum, einen sehr, sehr hellen Grauton zu bekommen. Wie gesagt, im Watercolor, das sind nicht deckende Farben. Also tendenziell ist es immer besser, wenn wir erst mit der hellsten Farbe anfangen und dann auf die dunkleren übergehen. Also tendenziell wirklich, wie gesagt, immer Hauptsache erst heller. Dunkler kann man es immer noch machen, ja. Also deswegen wirklich versuchen, ein ganz helles Grau zu nehmen. Und ich fange am besten hier an der Seite, an meinem Unterkörper an. Und das hier sieht schon ganz gut aus, das Grau. Das ist sehr hell. Oh, ich habe jetzt hier Größe 2 den Pinsel genommen. Ich nehme mal lieber Größe 4, dann ist das ein bisschen angenehmer mit dem Verstreichen. So. Und auch hier wieder, damit es wirklich nach einem Elefanten aussieht und dass man das auch, sage ich mal, schnell erkennen kann, wenn man nur kurz drauf schaut, ist es wichtig, dass wir hier auch so ein bisschen mit Schatten arbeiten und mit hellen Bereichen. Ja? Die hellen Bereiche, die male ich jetzt hier quasi schon mit meinem hellen Grauton. Und die Schattenbereiche, die kann ich jetzt hier nochmal nachgehen, indem ich mein Grau, also ein bisschen mehr schwarze Pigmente in mein Wasser gebe, dann wird das ein bisschen dunkleres Grau und kann dann hier nochmal rübergehen über die Farbe. Muss auch noch nicht ganz ausgetrocknet sein, also kann auch noch ein bisschen feucht sein, dann verläuft die Farbe auch noch ein bisschen. Dann muss ich letztendlich nicht so viel nachhelfen für nahtlose Übergänge. Ich mache hier auch noch, hier unten am Unterkörper. Weil wenn ich mir vorstelle, dass die Sonne das Licht von oben scheint, dann sind die Bereiche, die verdeckt sind im Prinzip, die sind dann einfach ein bisschen dunkler. Ja. So, auch hier unten, unter dem Ohr und unter dem Kopf, also unter seinem Kopf, da wo der Hals ist. Da malen wir es auch ein bisschen dunkler. Und ansonsten, wie gesagt, ist es nicht 100% naturgetreu. Aber man soll ja wenigstens erkennen, dass es ein Elefant sein soll, ne? Weiter geht's. Hier male ich mal direkt mit dem Kopf weiter. Auch hier bleibt es schön hell in meiner ersten Schicht.
Hier kann ich auch, sage ich mal, da wo der Kopf oben ist, kann ich auch wirklich auch noch weiße Bereiche lassen, um halt wirklich die Helligkeit aufzuzeigen. So, wichtig ist jetzt noch ein bisschen Kontur in das Gesicht zu bekommen. Also erstmal unter den Rüssel male ich ein bisschen dunkler. Und hier quasi am Kinn und an der Mundpartie darf es auch ein bisschen dunkler werden. Und ich habe hier ungefähr so eine, die Ecke, also wo der Rüssel hier so an den Kopf an auftrifft. Da male ich auch noch mal ein paar dunklere Stellen und versuche hier noch ein bisschen die Farbe zu verteilen. So. Ja, damit haben wir eigentlich schon Kontur genug. Ich kann hier noch ein bisschen was unterm Auge ran reingeben, noch ein bisschen dunklere Töne. Aber so passt das eigentlich schon ganz gut. Das reicht. Die restlichen Konturen, die arbeiten wir dann eh noch ein bisschen mit den Falten aus, die wir dann noch draufsetzen. Achso, hier beim Rüssel mag ich hier noch so ein bisschen. So. Der Rüssel hat ja hier so eine Öffnung und einfach den Bereich male ich dann einfach ein bisschen dunkler noch. So. Weiter geht's mit den Ohren. Und auch hier tendenziell die Ohren, die sind oben an den Ohrspitzen ein bisschen heller und wenn es dann also nach unten geht, werden die einfach ein bisschen dunkler. Muss jetzt aber, wie gesagt, auch nicht naturgetreu sein und ich gebe jetzt hier auch in die Mitte hier noch ein bisschen dunklere Partien rein. Das gibt dem Ohr einfach noch so ein bisschen Struktur und arbeite hier unten aber auch so ein bisschen dunkler die Ohren aus. Und die gerade Elefantenohren, die sind ja auch so ein bisschen, sage ich mal, eingeknickt. Und das kann ich hier, wenn ich hier noch ein bisschen dunklere Farbe reingebe, wasche meinen Pinsel aus und habe jetzt einen feuchten, aber nicht zu nassen Pinsel und kann dann die Farbe, die ich hier so raufgegeben habe, ganz gut verteilen. So ungefähr. Ein bisschen aufpassen, dass die Übergänge nicht zu hart werden. So, mir gefällt das hier schon ganz gut. Ich werde hier aber noch mal ein bisschen, jetzt ist das so ein bisschen angetrocknet, noch einmal eine zweite Schicht dunkel hier rauf geben, einfach damit es noch ein bisschen mehr Struktur bekommt, der Elefant. Das war dann jetzt nach dem Trocknen, passiert es einfach, dass dann die Farbtöne doch ein bisschen heller noch aussehen und verteile das hier noch mal so ein bisschen. Zack. Das reicht schon aus. Muss man immer schauen, ob ihr das dann braucht oder nicht. Ich habe es jetzt nochmal gemacht, weil mir das ein bisschen zu konturlos war. So am Bäuchlein hier. Aber da gehen wir ja gleich eh nochmal rein und überdecken das im Prinzip mit dem Gras. Den lassen wir jetzt so trocknen, den Elefanten.
Und können uns tatsächlich schon an die Blümchen hier oben ran machen. Und für die Blümchen ganz einfach nehme ich mir einen lila Ton und werde jetzt hier so drei, vier kleine Blüten. Die sind fünfblättrig und werde hier einfach so fünf Schlaufen malen. Und hier direkt daneben auch noch eins. Zack, fünf Schlaufen. Und hier oben auch noch. Hier male ich die Blüten ein bisschen kleiner. Das heißt, ich hole nicht ganz so weit aus mit den Schlaufen. So. Wie gesagt, wer möchte, kann sich das auch vorskizzieren. Wer sich da noch nicht so traut, aus der lockeren Hand raus. Und mit einem Rotton male ich jetzt noch eine andere Blütenart einfach mit dazu. Und dann kann ich ganz am Schluss dann auch die Blätter mit dazu malen. Es ist immer gut, mit den Blüten zu starten, weil man die Blätter tatsächlich ein bisschen mehr anpassen kann. So. Ungefähr so kann das aussehen. Ja, hoch. Ich male hier einfach noch so ein paar Striche als Blüten Ersatz einfach. Mit meinem Grünton starte ich wieder mit der transparentesten Farbe und male hier einfach mal drauf los. Einfach hier so ein paar Blüten in meine Runde und versuche die einfach so ein bisschen gleichmäßig zu verteilen. Der dritten Blätterschicht ein bisschen warten, bis es ganz gut angetrocknet ist. Bei mir ist das jetzt ganz gut. Zum einen male ich erstmal mit einem dunklen Grünton die Verbindung von den rosa Blüten, die ich hier so gemalt habe, und male hier immer noch so ein kleines Blatt mit dran, so dass die nicht ganz so verloren aussehen. So ungefähr. Und kann jetzt hier reingehen und überlagere meine hellen Blätter mit dem dunklen Grünton und gebe hier einfach noch so ein bisschen mehr Tiefe rein und mache das Bild damit ein bisschen spannender. So auch nicht zu viel. Ist immer so wieder so ein bisschen eigene Ästhetik. Wo passt das hin? So. Ja, ich glaube, das passt so ganz gut. Das lassen wir jetzt so. Mit dem Braunton, da tupfe ich mir jetzt auch meine Blüten. Hier einfach so kleine Punkte. Zack. Idealerweise haben wir hier noch unsere Grüntöne auf unserer Palette und wir machen jetzt hier unten weiter. Ich nehme jetzt wieder den kleineren, dünneren Pinsel und fange wieder mit der transparenten Farbe an und ziehe hier einfach Pinselstriche nach oben. Die sind ein bisschen wahllos, gar nicht so gerade, sondern eher wirklich wie Gräser ragen die so nach oben. Zack, mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner. Ungefähr so.
auch ganz locker aus der Hand. Und ich möchte hier so ein bisschen den Übergang verdecken. Deswegen male ich hier die Gräser ein bisschen höher vom Elefanten, nämlich. Zack. So ungefähr. So, das sieht doch ganz gut aus. Während die erste Gräserschicht hier noch trocknet, nehme ich mir hier schon mal das Auge vom Elefanten vor. Und zwar werde ich einfach mit einem kräftigen Schwarz oder einem kräftigen Grauton, also es soll nicht ganz schwarz sein, sondern so ein Grauton, und werde da, wo ich mir das Auge vorskizziert habe, da male ich das jetzt einfach hier so nach. Zack. So. Genau. Fertig ist das. Und ich hatte ja hier, also der Elefant hat ja so unterm Rüssel noch so einen Mund. Und den deute ich hier nur so ein bisschen an, ganz leicht. Mal gucken, ich will den Elefanten jetzt auch nicht entstellen, ganz ehrlich. Ja, ich glaube, das passt schon. Das sieht so ganz gut aus. Wir machen gleich weiter mit den Falten des Elefanten. Aber zuerst noch unsere zweite Schicht. Noch unseren zweiten Grünton. Also wir machen auch noch eine dritte Schicht obendrauf auf die Gräser. Aber hier erstmal die zweite kann ich hier drüber setzen. Die ist auch ein bisschen heller. Die ist bloß eher so ein bisschen grün, und die andere ist eher so, also die erste Schicht ist eher so gelb-grün. Genau. Ganz ungleichmäßig auch verteilen. Dann sieht das ein bisschen natürlicher aus. So, und jetzt ist es wichtig für die Falten, die dürfen nicht zu dunkel sein, die dürfen aber auch nicht zu hell sein. Das ist jetzt nämlich ein bisschen tricky, ganz ehrlich. Und auch in der Verteilung werden wir die so ein bisschen wahllos auch so ein bisschen verteilen. Ich zeige euch das gleich mal. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Ich probiere mich jetzt mal hier so ein bisschen aus mit meinem ersten Grau. Das Grau muss halt dunkler sein als das Grau, was ich gerade gemalt habe. Darf aber auch nicht schwarz sein, weil ansonsten sieht der Elefant wirklich ein bisschen entstellt aus. Das soll halt nur leicht zu sehen sein, die Falten. Und ich beginne hier mal am Rüssel. Das ist nämlich so, sage ich mal, das Einfachste. Und zwar aus der Knickfalte ziehe ich jetzt hier einfach so Striche raus. So, so wie der Elefant hier so eingeknickt ist. Und ich finde den Ton echt super. Gut getroffen. Das sieht nicht zu aufdringlich aus, aber auch nicht zu zart. Also man kann es trotzdem noch ganz gut erkennen. So, der hat hier ganz gut Falten, der Elefant. Ich mache hier über das Auge auch noch eine Falte. Auch hier unter das Auge eine Falte. Und hier am Rüssel geht es weiter. Hier werden dann, umso mehr es zum Rüssel hochgeht, umso kleiner werden die Falten. Und ich lasse auch einfach ab und zu mal ein bisschen Abstand, weil die nur so ein bisschen angedeutet sein sollen. Also ich möchte jetzt halt nicht jede einzelne Falte des Elefanten malen, sondern man soll einfach einen Eindruck bekommen, dass der Elefant Falten hat, und deute sie quasi nur an, auch so um den Mund herum. Da hat der Elefant ja auch immer so ein paar Falten. Da noch ein paar. Und ansonsten kann es im Gesicht eigentlich, lasse ich das jetzt hier eigentlich schon so. So. Und mache hier an meinem Ohr weiter. Die Falten gehen natürlich von den Außenseiten der Ohren rein in die Mitte. Auch relativ wahllos, mal kleiner, mal größer. Und lass es dabei auch schon bei dem Ohr tatsächlich so. Letzten Schritt male ich hier noch mit dem dunklen Grünton, den ich auch hier oben verwendet habe, oder so ähnlich, je nachdem, was ihr noch vorgemischt habt,
Setze ich hier noch ein paar grasige Akzente. Und bevor ich es natürlich ganz vergesse, letter ich auch noch meinen Spruch, den ich ja hier auch auf dem Original, so wie ich es gemacht habe, sei stolz auf dich, das schreibe ich jetzt hier auch noch drauf. Dafür nehme ich mir hier mein Schwarz, mische das mit ein bisschen Wasser an und nehme mir meinen Pinsel Größe 0. Damit kann ich tatsächlich am besten schreiben. Aber ihr könnt natürlich auch einfach einen Pinselstift, also einen Filzstift verwenden, eure Eddings oder Tombos oder so, die ihr da habt. Ich benutze hier jetzt gerade auch sehr glattes Aquarellpapier, das heißt, auf dem kann man auch tatsächlich sehr gut lettern mit den Stiften. Wer quasi noch mit dem Pinsel unsicher ist, ich werde es mit dem Pinsel schreiben. Ich mag den Look einfach sehr gern. So. Es ist wirklich nicht so schwer. Man muss einfach ein paar Dinge beachten, damit es dann trotzdem am Ende gut aussieht, damit der arme Elefant auch nicht entstellt ist. Und hier in die Gräser und in die Blüten einfach, da bekommen wir, wenn wir transparente und kräftige Farben zugleich verwenden und übereinander lagern, dann einfach noch ein bisschen mehr Tiefe rein und das Bild wirkt einfach ein bisschen spannender. Und mit dem Lettering ist es einfach noch irgendwie eine ganz tolle und süße Illustration geworden, die man sich einfach so als motivierenden Spruch und also aufhängen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Ich würde mich ganz, ganz toll darüber freuen. Schickt mir gerne einen Kommentar, wie euch die Erklärung gefallen hat und ob es euch geholfen hat. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Tschüss!